Hallo liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich stelle euch heute mal den BMW C400 GT vor, das Touring-Modell von BMW, auch ein weiterer Vertreter der Midsize-Klasse. Den hatte ich vor kurzem auf der Messe schon mal gesehen und auch für euch gefilmt. Jetzt stelle ich euch noch mal ein bisschen die technischen Daten vor und was er für Ausstattungsmerkmale hat und mache natürlich nachher noch mal eine Probefahrt, um zu sehen, wie der BMW sich so auf der Straße verhält. Ja, vielleicht erstmal zu den technischen Daten. Der C400 GT hat nicht 400, sondern 350 Kubik mit 34 PS und 35 Newtonmetern bei 6000 Umdrehungen. Hat Topspeed von angegebenen 139 km/h, Verbrauch von 3,5 Litern, wobei ich ausgehe davon, dass er ein bisschen so zwischen 4 und 4,5 wahrscheinlich liegt, immer nach Fahrweise. Aber mit einem relativ großen Tank hat er dann auch eine sehr, sehr gute Reichweite. Der Tankinhalt liegt bei 12,8 Litern. Gewicht fahrfertig sind 212 Kilo. Zulässiges Gesamtgewicht hat er von 415, also eine gute Zuladung. Sitzhöhe ist relativ niedrig, liegt bei 775 mm. Die Bereifung und Räder angeht, vorne hat der BMW ein 120er 70-15 und hinten, seht ihr schon, relativ breit, ein 150 70-14. Also vorne 15 Zoll, hinten 14 Zoll, aber einen sehr, sehr breiten Reifen hinten. So, dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen zur Ausstattung. Das Modell, was ich hier jetzt heute für die Testfahrt habe, ist so mit der Top-Ausstattung ausgerüstet. Man kann bei BMW natürlich eine Menge dazu holen als Zubehör. Dann bewegt er sich aber auch wirklich in der oberen Preisklasse. Vielleicht fangen wir einfach mal vorne an. Ich gucke mal hier vorne. Da haben wir sehr, sehr schön zu sehen. Das muss ich eigentlich mal anmachen, damit wir das auch richtig sehen. So. Also sehr, sehr schön finde ich beim BMW optisch die Front. Das sieht super aus. Hier seht ihr die Scheinwerfer mit dem LED-Tagfahrlicht. Die Bremsen sind von Vibry. Das ist so, sag ich mal, die kostengünstigere Untervariante von Brembos. Aber die BMW hat eine Doppelscheibenbremse vorne. Ich werde nachher beim Fahrtest auch mal gucken, wie sich das beim Bremsverhalten äußert. Dann haben wir ein Windschild. Da gucke ich auch mal, das ist natürlich immer so ein bisschen größenabhängig, ob das jetzt viel bringt oder nicht. Das ist nicht verstellbar, aber man kann bei BMW auch ein größeres ordern, sodass man dann halt ein bisschen mehr Windschutz hat. Hier vorne haben wir die Handschuhfächer. Auf der anderen Seite dann eins mit einem 12-Volt-Anschluss ganz hinten. Allerdings kein USB, sondern 12-Volt. Muss man also mit einem Adapter arbeiten. Hätte man auch gleich USB einbauen können. Das Startsystem des BMWs ist alles keyless. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel nur in der Tasche haben, drücken einmal die Taste hier in der Mitte und schon geht das Display an und begrüßt uns. Das ist sehr schön gemacht. Das ist sehr aufgeräumt, typisch BMW. Wir haben dann hier die Steuerung dafür. Man sieht hier unten einen Pfeil. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Menü gehe, dann komme ich in das Menü rein. Kann dann über die Auswahlfunktion hier mit diesem Rad kann ich das Ganze dann steuern und auch über Drehbewegungen dann in die einzelnen Menüpunkte gehen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal auf mein Fahrzeug gehe, kann ich mir die ganzen Fahrdaten angucken mit Reichweite, Temperatur. So, also das Infotainment-System hier, das macht eine Menge her. Da kann man wirklich alles an Infos abrufen, was man braucht. Hat dann noch die Umstellmöglichkeiten. Hier habe ich die Navigation, Media und Telefon. Heißt, ich kann mein Telefon damit koppeln und kann dann natürlich, wenn ich ein Headset habe im Helm, auch während der Fahrt telefonieren. Ja, ansonsten, das ist sehr schön gemacht hier mit den Menüeinstellungen. Hier ist die Warnblinkanlage. Vorne haben wir noch einen Hebel für die Lichthupe. Unten die Hupe und der Blinker. Also alles ganz klassisch. Auf der anderen Seite dann auch eine Sache der Sonderausstattung, haben wir einen beheizten Sitz. Das ist natürlich für den Winter ganz, ganz toll und wir haben beheizte Griffe. So, die Sitzbank ist sehr, sehr bequem. Wir haben eine große Sitzfläche vorne, haben eine ganz tolle Lendenwirbelstütze hinten, die wirklich auch was bewirkt. Da sitzt man sehr bequem. Trittbretter sind von der Positionierung der Füße sehr gut. Wir haben also hier vorne die Möglichkeit,
den Fuß sehr, sehr, sehr weit nach vorne zu bewegen. Das macht eine ganz entspannte Sitzposition und dann halt im unteren Bereich hier die normale Fußhaltung. Auch der Beifahrer hat ein Trittbrett, also keine Fußrasten. Das ist natürlich dann für den Beifahrer auch bequem. Und er hat natürlich hier hinten auch eine enorm lange Sitzfläche. Also das ist vom Komfort her schon ganz toll. So, und jetzt kommen wir ja nochmal zum hinteren Bereich. Hier haben wir auch LED-Beleuchtung mit LED-Blinkern. Optisch auch ganz cool gemacht. Natürlich wieder das BMW-Logo. Federbeine hinten sind verstellbar. So, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, nämlich dem Helmfach oder dem Gepäckfach unter der Sitzbank. Das wird hier unten in diesem Schalter entriegelt, öffnet sich dann hinten und dann kann ich das Helmfach öffnen. Das Gepäckfach hat hier hinten das sogenannte Flexcase eingebaut, wird hier entriegelt, dann nach unten gedrückt und dann habe ich hier die Möglichkeit, einen Integral-Vollvisier-Helm zu positionieren. Im vorderen Bereich ist hier so eine Ausnehmung, da passt wunderbar ein Jethelm rein, aber das Flexcase muss, wenn ich losfahre, nach oben gezogen werden. Das heißt, ich kann nichts hier deponieren während der Fahrt. Und das ist dann, wenn man es zumacht, auch aufgrund der Ausnehmung hier für den Helm, nicht so groß. Also da passt jetzt auch nicht mal eine anständige Tasche rein. Im vorderen Bereich hier durch diese Wulst, wo der Helm zwar reinpasst, der Jethelm, kann ich auch keine Tasche reinpacken. Also ich bin an sich beim BMW gezwungen, mir ein großes Topcase hinten drauf zu machen, um überhaupt Stauraum zu kriegen. Weil das ist nur eine Lösung für den Stand. Ist clever gemacht, hält natürlich das Heck hinten optisch ein bisschen schöner. Aber ich finde es für einen Midsize-Scooter, wirklich jetzt gerade im Vergleich zum Yamaha X-Max oder zum Honda Forza, das ist ein Manko, das finde ich nicht so toll. Weil einen großen Roller fahren heißt auch wenigstens ein bisschen Gepäck mitnehmen können, ohne jetzt vielleicht auch ein Topcase raufbauen zu müssen. Und das ist hier suboptimal. Also da muss man dann trotzdem seinen Rucksack wieder auf den Rücken nehmen. Man kann hier nichts deponieren. Nur den Helm, wenn man steht. Das wäre mir jetzt für einen Midsize-Scooter nicht ausreichend. Sehr schön auch hier beleuchtet. Aber gut, das ist das sogenannte Flexcase. Hat BMW auch bei dem 650 Sport. Der 650 GT hat ein großes Helmfach, da passt dann auch einiges rein. Ansonsten wirklich alles ganz, ganz toll. Super Sitzbank, Ausstattung. Ja, mehr kann man sich an sich nicht wünschen. Tolles Display, tolle Funktionen, Musik hören, telefonieren, Navigation, alles integriert. Man braucht kein Handy mehr irgendwo ranmachen. Man packt es hier unten vorne rein irgendwo, kann es dann gleichzeitig laden. Dann die Winterfunktion, man kann noch eine Beindecke ranmachen, hat dann eine geheizte Sitzbank, das ist schon ein ganz, ganz tolles Feature und man hat beheizbare Griffe. Ja, preismäßig ist er natürlich im oberen Segment angeordnet, mit seinen über 9000 Euro vergleichbarer kriegt man da um einiges günstiger, aber er hat halt auch viel Ausstattung, das Connectivity-System, das Display ist ganz, ganz toll, heizbare Griffe, heizbare Sitzbank. Gute Verarbeitung, das ist natürlich alles schon ein Argument, was für BMW spricht. Die Optik selber auch ganz, ganz toll. Also der macht schon was her. Gerade die Front finde ich absolut ein Hammer. Und wir schauen uns jetzt vielleicht mal an, wie sich das Ganze beim Fahren so anfühlt. So, ich fange vielleicht erstmal bei der Sitzposition an. Also die Beine lassen sich sehr, sehr angenehm auch im vorderen Bereich schräg positionieren. Das ist wirklich toll. Also man sitzt sehr bequem. Die Sitzbank ist super. Straff, ausreichend Platz und die Rückenlehne ist wirklich schön hoch. Also da ist der Lendenbereich gut gestützt. Jetzt schauen wir uns nochmal die Bremsen an. Oh ja, die greifen gut. Also die Doppelscheibenbremse vorne, die Bybury, die ist doch sehr zackig. Ja, gerade wenn man das jetzt in Verbindung mit der hinteren macht, kommt man wirklich extrem schnell zum Stehen. Also Bremsen sind top, Doppelscheiben vorne, die funktionieren super. So, jetzt machen wir gleich nochmal den Test, den ich immer gerne mit Scootern mache, nämlich Kopfsteinpflaster. Da zeigt sich immer so ein bisschen, wie komfortabel ein Fahrwerk abgestimmt ist. Ja, also durchaus
komfortabel, federt die Unebenheiten gut weg. Nee, das ist anständig, das funktioniert gut. Liegt gut und sicher auf der Straße. Ja, also was mich wirklich überrascht ist, das merkt man jetzt, wenn man so ein bisschen Schlenker fährt, diese Wendigkeit im Vorderrad, also mit der Telegabel denkt man, das ist alles irgendwie manchmal so ein bisschen fester, aber das schwingt vorne so gut, ist auch so leicht zu lenken. Also ganz, ganz tolles Fahrwerk. Ja, Kurvenlage auch super. Ja, also mein Fazit, toller Roller. In der Mittelklasse, 350er, fährt sich sehr, sehr gut. Sehr sicher, gute Bremsen, guter Sitzkomfort. Also nichts, wo ich jetzt sagen würde, da fällt mir jetzt irgendwas vom Fahrverhalten auf, was ich als negativ deuten würde. Auch die Bremsen unglaublich gut. Greift sich alles gut. Sitzposition sehr aufrecht, sehr bequem. Federungskomfort toll. Ja, liebe Scooterfreunde, so viel fürs heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein paar Informationen gebracht, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und bitte auch nicht vergessen, die Glocke unten anzuklicken. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online geht. Ansonsten wie immer, fahrt vorsichtig, genießt das schöne Wetter und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.